Hallo, heute möchte ich euch einladen, an meinem Adventskalender für die Adventszeit mitzumachen. Ich weiß, es ist noch eine ganze Weile hin, aber damit ihr euch einstimmen könnt und Material sammeln könnt, wäre es schön, wenn ihr jetzt einfach einmal auf einem Herbstspaziergang im Wald oder im Park schon anfangt, Zapfen zu sammeln, Nüsse, Rindenstücke, Äste, alles, was so auf eurem Weg zu finden ist, es wäre schön, wenn ihr das mitbringen würdet. Und dann ab 1.12. stelle ich euch meine schönen Weihnachtssachen dann vor. Auch wäre es gut, wenn ihr jetzt da schon Apfelscheiben, Orangenscheiben und Zitronenscheiben trocknen würdet. Denn diese brauchen wir dann auch und so ist es noch eine Weile hin, dass ihr das gut vorbereiten könnt. Am einfachsten ist es, wenn ihr die Apfelscheiben, Orangenscheiben und Zitronenscheiben, die ihr vorher geschnitten habt, auf ein Gitter legt, ob jetzt aus dem Backofen oder vom Grillen so ein kleines. Und diese könnt ihr dann auf die Heizung legen und immer mal wieder wenden. Dazu braucht ihr ein paar Tage, aber es kostet keine Energie. Die Heizung läuft da sowieso meistens. Und wer einen Kachelofen oder einen Kachelkamin hat, bei dem ist es noch einfacher, einfach das Gitter mit den Obstscheiben auf den Ofen stellen und immer wieder wenden, bis es wunderschön trocken ist. Und dann diese Scheiben in einem Karton aufbewahren, trocken und nicht zu kalt. Und dann haben wir bestimmt zusammen mit unserem Adventskalender viel Spaß. Danke euch und eine wundervolle Zeit.